Ich denke, wir sind hier, um dem Erbauer zu dienen, Messer. Weshalb seid ihr hier? Bereut ihr denn nie irgendetwas? Was denn? Irgendwas? Alles? Ihr seid mir ein Rätsel. Die Vergangenheit ist vorbei, das habe ich schon früh gelernt. Sie bringt weder Gold noch Spaß. Vergebt mir, euer Gnaden. Vielleicht, um einen Fehler wieder gut zu machen? Um Dinge in Ordnung zu bringen? Ach was, unsere Fehler machen uns zu dem, was wir sind. Das war ja schon fast tiefsinnig. Es tut mir leid. Ich bin nicht die Betroffene eures Unrechts. Ich dachte, hier würde es enden. Diese junge Dame hat die Flint-Gesellschaft aufgerieben, keine Überlebenden. Dennoch, nun, da ich weiß, wer sie geschickt hat, fällt es mir schwerer, ihren Tod für gerecht zu halten. Der Tod ist niemals gerecht. Ich, Hawk, wir sprachen gerade über euch. Nur Gutes will ich hoffen. Viele Leute in Kirkwall sagen nur Gutes über euch. Ich habe herausgefunden, wer die Flint-Gesellschaft beauftragt hat. Die Harrimans, eine Adelsfamilie aus Kirkwall. Sie waren Verbündete meiner Eltern. Es ist schwer zu glauben, dass sie uns derart hintergangen haben. Erzählt mir von dieser Familie. Lord Harriman war ein guter Mann, wurde aber im Alter recht wunderlich. Er ist vor einigen Jahren gestorben. Seine Tochter führt jetzt die Familie. Lady Johane Harriman. Sie soll sich in letzter Zeit sehr zurückgezogen haben. Könnt ihr euch denken, warum sie sich gegen euch gewandt haben? Geld, Macht, schwer zu sagen. Lady Harriman war immer neidisch auf das königliche Blut meiner Familie, während die ihre nur zum normalen Adel gehörte. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das zum Mord treibt. Deshalb wird der Kreislauf der Gewalt nie durchbrochen. Ihr scherzt, aber es ist die Wahrheit. Gebt dieses Ansinnen auf, Sebastian. Widmet euch der Kirche, wie ihr es geschworen habt. Ich muss mit Lady Harriman sprechen und herausfinden, was sie zu diesem Wahnsinn getrieben hat. Aber ich bin der Letzte meiner Linie. Ich sollte nicht alleine gehen und mich damit zum leichten Ziel machen. Wenn ich neben euch stehe, wird sie sich das zweimal überlegen. Und wiederum beschämt mich euer Interesse an meinen Angelegenheiten. Wenn ihr möchtet, kann ich mit euch reisen, bis ihr zu Lady Harriman geht. Anderenfalls findet ihr mich immer hier in der Kirche.
wir uns entspannen. Mir ist aufgefallen, dass ihr ziemlich oft über vulgäre Dinge sprecht. Soll ich damit aufhören? Ist euch das unangenehm? Es war wirklich nur eine Beobachtung. Es ist eine schlechte Angewohnheit, die ich nach Jahren mit unflätigen Piraten angenommen habe. Piraten sind nur an sehr wenigen Dingen wirklich interessiert. Dem Meer, starken Getränken und Beute. Jeglicher Art. Das ist seltsam. Die Tür steht weit offen. Und keine einzige Wache auf Posten. Das ist nicht die Lady Harriman, die ich kenne. Mia! Du fauler Dreckskerl, was dauert da so lange? Flora? Warum interessiert niemanden in diesem Haus, was ich will? Mehr Wein, oder ich ertränke euch alle in den Fässern, das schwöre ich. Sie sieht uns nicht einmal. Das ist kein gewöhnlicher Wein. Mehr Holz! Es muss schmelzen! Du, mehr Münzen! Ich will jeden Rest Gold aus diesem Haus. Bitte, Messia. Nur keine Angst. Du wirst wunderschön sein. Übergieß sie damit! Nicht! Ihr bringt sie doch um! Er kann mich nicht hören. Vielleicht sollte ich derjenige sein. Wir müssen diesen Wahnsinn beenden.